herzlich willkommen zu unserem ersten nachösterlichen Sonntagsimpuls von der katholischen Kirche Region Rorschach. Die Musik heute kommt von Franz Pfab, mein Name ist Cornelia Calegari. All unser Nachdenken, Bedenken und Beten stellen wir unter das Zeichen von unserem liebenden Gott. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind heute hoch über Rorschach, hier im Rorschacher Berg oben mit dieser wunderbaren Kulisse über den See. Das Wetter ist perfekt, die Natur platzt fast aus den Nähten, es blüht, die Bäume, die Wiese, die Bienen summen, die Vögel singen, Leben pur. Und es ist Weißer Sonntag. Ganz viele Kinder und ältere Familien sind vielleicht mit mir traurig, dass wir den Weißen Sonntag, die Erstkommunion, nicht so feiern können, wie wir es geplant haben, aber wir feiern es noch. Ich verspreche es euch. Woche haben wir Ostern gefeiert, das Fest vom Sieg vom Leben über den Tod. Nach dem dunklen Karfreitag, dem stillen Kar-Samstag, kommt dann der Osterjubel. Freude pur. Bei allen. Im heutigen Tagesevangelium bei Johannes Kapitel 20, da hören wir am Schluss vom Thomas. Von dem Thomas, der es einfach nicht recht hat können glauben, der zuerst hat müssen, seine Hände in die Wunde von Jesus legen, damit er können zutrauen konnte, dass das wirklich wahr ist, das, was er sich doch am allermeisten gewünscht hat, dass Jesus wieder in ihrer Mitte ist. Mir geht es im Moment auch ein bisschen so, wie dem Thomas. Ich traue der ganzen Sache noch nicht so recht. Obwohl bei mir haben sich im Kopf die Worte Lockerung der Massnahmen und langsamer Ausstieg, festgesetzt. Ich merke, so wie die Zeit von Social Distance und dem eingeengten Leben, das zehrt an mir und an meiner Ausdauer. Ich wünschte mir so sehr, ich könnte wieder mal meine Enkel im Arm haben, mich mit Freundinnen treffen, mit meinen Schülern und Schülerinnen über Gott und die Welt philosophieren. Ohne dass ich mir Angst habe, dass ich jemanden anstecke oder selber zu einer Gefahr werde. Und jetzt, dank der niedrigen Ansteckungszahlen, jetzt kommt auch bei mir die Hoffnung, dass es besser wird, dass es gut wird. Aber so ganz traue ich der Sache eben gleich noch nicht recht. Es wäre zu schlimm für mich, wenn wir jetzt all unsere Vorsichtsmassnahmen würden über den Haufen werfen und allzu schnell in die Normalität übergängten und es gäbe einen Rückfall. Es gäbe neue Ansteckungswellen mit dem unseligen Virus. Jesus sagt dann im Bibeltext zum Thomas, berühr mich und glaub's. Wie gern würde auch ich glauben, dass wir das Schlimmste überstanden haben. Ich komme mir vor wie ein Schneck, der im Garten so zu seinem Haus auskreucht und seine Fühler aufstreckt. Ganz vorsichtig, jederzeit bereit, sofort wieder in sein Schneckenhaus zurückzugehen, wenn es gefährlich wird. Mol, ich will mein Schneckenhaus verlassen. Wenn wir jetzt okay von der Behörde haben und alles auf gut steht, Zeichen gut sind, dann will ich es wagen, mein Leben zurückzukehren. Wagen Sie es mit mir? Der zweite Gedanke, den ich habe, der hat mit der ersten Tageslesung von heute zu tun. Da ist in der Apostelgeschichte geschrieben und dort heisst es,
wie die ersten Christen miteinander zusammengelebt haben, wie sie alles geteilt haben, wie sie im Zeichen von Jesus Brot gebrochen haben. Sie haben alles miteinander geteilt, Hab und Gut, und sind wirklich gemeinschaftlich miteinander unterwegs gewesen. Und das wünsche ich mir auch für die Zeit nach Corona. Dass all das, was jetzt in den letzten Wochen entstanden ist, an Solidarität, an kreativen Ideen von Miteinander, an gegenseitiger Unterstützung, an Achtsamkeit und füreinander da sein, dass das weiter bestehen kann. Dass nicht Macht und Profitdenken immer im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen und ihre Bedürfnisse, vor allem auch die Schwachen. Die am Rand draussen sind. Ich habe mal einen Satz gelesen, da ist gestanden, dass nach Corona nichts mehr wird sein wie vorher. Und ich bin sehr gespannt, was wir Menschen jetzt aus all den Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus den Gefühlen, die wir erlebt haben, all dem, was wir durchgemacht haben, was wir daraus lernen. Und ich träume davon, dass es eine andere Welt wird sein, eine bessere Welt, für die Natur und für uns Menschen. Seelsorgende möchten auch weiterhin für sie da sein. Wenn sie es auf ein Ohr brauchen, wenn sie Hilfe brauchen oder Beistand möchten, rufen sie doch einfach jemandem von uns an. Unsere Telefonnummer finden sie im Pfarreiforum und auf unserer Homepage. Weil wir sind in einer schwierigen Zeit unterwegs, wo so in dieser Form noch niemand erlebt hat und wo ich auch hoffe, dass wir es nicht mehr müssen, nochmal erleben. Aber es ist auch gut, dass wir jetzt nicht allein unterwegs sind. Wir haben einen Gott, der uns begleitet. Er hat uns in Zuspruch versprochen, er hat gesagt, ich bin mit euch unterwegs. Ich bin der, ich bin da. Und in dem Zeichen und unter seinem Segen gehen wir jetzt wieder raus in unseren Alltag. Darum ein Segen vom Anselm Grün. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und schenke dir seinen Frieden. Er erfülle dich mit seiner Liebe. Er sei in dir als Quelle, die nie versiegt. Er sei unter dir als die Hand, die dich hält. Er sei über dir als ein schützendes Dach, das alles Bedrohliche von dir abhält. Er sei in deiner Schwäche und in deiner Kraft, in deiner Ohnmacht und in deiner Hoffnung. Er sei mit dir, wohin dein Weg dich auch führt. Er durchdringe dein Herz mit seiner zärtlichen Liebe. Amen. Und so wünschen wir Ihnen weiterhin einen schönen Sonntag, eine gesegnete Zeit und bleiben Sie gesund.